Türöffner mit zwei Rubberbands oder Loopbänder, die man in der Mitte zusammenknotet zu einem Achter. In unserem Fall an der mittleren Sprosse mit diesen Achterbändern. Wir nehmen jetzt hier mal das Blaue. Man könnte das Rote nehmen oder das Orange. Das Blaue ist mittelstark. Also zum Türöffner ist eine Übung für den Schulterkopf, ja, bei Schulterproblemen. Du stellst dich hin und nimmst ja, den Band entfernten, also den wandentfernten Arm, ja, stellst du an den Körper, und zwar der komplette Oberarm an den Oberkörper ran, als wenn er ab hier jetzt dran genäht wäre. Es wird sich nur der Unterarm bewegen. Schau mal, wie ich das Band greife. Ich greife es hier, ja, ganz normal zu einer Faust. Ich nehme es und habe es so. Achte darauf, dass dein Handgelenk nicht so knickt und auch nicht zu sehr so zieht, wenn ja, du die Übung machst. Wenn, dann geh ein bisschen so rein, aber bitte nie so. Gut, die Übung startet. Ich arretiere hier mein Handgelenk. Ich arretiere komplett meinen Oberarm an den Rumpf. Und jetzt kommt der Türöffner. Ich öffne einmal so die Tür. Ist eine ganz kleine Übung. Wirkt so minimal. Und ich gehe bis hier. Ja, man könnte ein bisschen weiter gehen, ja, aber es reicht völlig, wenn du bis hier gehst, dann bleibst du in Spannung. Also du öffnest die Tür und langsam zurück. Achte mal drauf, hier auf meinen Oberarm. Du siehst, dass der komplett die ganze Zeit am Oberkörper bleibt. Also ich mache nicht so, ja, es wäre eine komplett andere Übung, sondern ich drehe aus dem Unterarm, nur der Unterarm. Ja. Wenn du dich sehr instabil hier fühlst, mach einen kleinen Ausfallschritt, ja, gehst so hin. Und so zurück. Das ist wunderbar für diesen sehr kleinen Muskel hier, den seitlichen Schultermuskel, den mittleren Deltoideus. Also, viel Spaß. Wenn du die Übung natürlich ja, mit der anderen Hand machst, dann würdest du dich jetzt natürlich umdrehen und dasselbe eben so machen. Ne? Ist ganz klar. Da ist wieder. Wandentfernte Hand ist die, die das Band nimmt. Ne? Denk dran. Wandentfernte Hand. Ich fixiere Oberarm an dem Körper und ich öffne die Tür und schließe sie ganz langsam. Öffne die Tür und schließe sie ganz langsam. Und das jede Seite natürlich.